Ja, ich hoffe, Sie haben sich alle gut Stärken austauschen und einfach vielleicht auch draußen an der frischen Luft ein bisschen die Füße vertreten können. Wie schon angekündigt, jetzt ein Stück den Blick in die Praxis. Wir haben ja schon eine ganze Menge gehört über eine aktuelle Datenlage, sehr aktuelle Datenlage, 2 Tage alt. Und wie schon eindrücklich deutlich wurde, ist das ein Thema, was uns jetzt nicht erst seit den letzten beiden Jahren beschäftigt, aber es kommt eben im neuen Kleid daher. So hat es vorhin Herr Hanewinkel gesagt. Und ja, insofern müssen wir uns damit befassen aus unserer Sicht. Und was wir jetzt in den Fokus nehmen wollen, ist der Teil der Prävention. Es ist ja so, dass wir, wie Sie hier im Vier-Säulen-Modell sehen, auch ganz relevante andere Bereiche haben. Das heißt auch den Teil der Behandlung, auch den der Tabakentwöhnung, um jetzt mal konkret aufs Thema Tabak zu gehen, und auch den der Regulierung. Auch davon haben wir heute schon das eine oder andere gehört. Der Fokus soll jetzt auf der Prävention liegen, weil es um ganz praktische Ansätze gehen soll. Was tun wir denn in der Praxis schon und was müssen wir vielleicht noch anfassen, wenn wir all das, was wir jetzt gerade gehört haben, auch für die Zukunft denken? Und so wie Heide Mutter das schon gesagt hat, geht es uns oder muss es uns gehen um Aktivitäten und Engagement auf 2 Ebenen. Und zwar auf der sogenannten Verhaltenspräventionsebene und auf der Verhältnispräventionsebene, weil die beiden zusammen gedacht nicht nur, sondern zusammen gehandelt letztlich auch, die ergeben die größtmögliche Wirkung. Und ja, was heißt das letztlich? Wir haben zum einen auf der Verhaltensprävention unbedingt den Ansatz der Information und Aufklärung, aber auch den der Förderung von Risikokompetenz und auch der Früherkennung, also wie kriegen wir möglichst früh mit, dass da sich ein Problem anbahnt, und auch nochmal ein Stück basically ja substanzunspezifisch auch durchaus so Ansätze wie Förderung von Lebenskompetenzen oder auch eine Stärkung der Selbstkontrolle, der Selbstwirksamkeit oder so ein Aspekt wie der Beziehungsfähigkeit. Daneben ist eine Ebene, die haben wir heute auch schon anklingen hören, und zwar die der Verhältnisprävention, weil wir auch bezüglich der Rahmenbedingungen schauen müssen, was können wir für Strukturen setzen, was brauchen wir auch für Strukturen, wo liegt das vielleicht auch im Argen, und da ist schon einiges angeklungen heute. Das heißt, es geht zum Beispiel im Kern um die Umsetzung des Jugendschutzes. Wir haben ein Jugendschutzgesetz, die Frage ist, wie wird das gelebt, wie wird das umgesetzt, wie, ja, welche Möglichkeiten haben wir da und welche Schwachstellen vor allem, aber auch in Bezug auf Maßnahmen oder auch auf Regelkataloge, was passiert, wenn die nicht eingehalten werden, gerade im pädagogischen Kontext, und auch die Förderung von Kompetenzen bei Mitarbeitenden in Einrichtungen. Und so ein bisschen weg von der Substanz ist es eben auch, muss es auch darum gehen, Chancengerechtigkeit herzustellen, aber auch Alternativen aufzuzeigen und auch andere Zielgruppen mit in den Blick zu nehmen. Das heißt, wenn es um die Arbeit mit jungen Leuten geht, dann muss auch die Arbeit mit den Eltern mit in den Blick genommen werden und durchaus auch im Netzwerk gedacht werden, so wie wir das eben heute hier ja auch tun wollen. Handlungsfelder, die in der Suchtprävention eine Relevanz haben, hat nicht nur, aber auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung immer wieder in den Blick genommen. Und die Expertise zur wirksamen, evidenzbasierten Suchtprävention zeigt vor allem Handlungsfelder auf, die Sie hier sehen. Also das Handlungsfeld der Familie, das Handlungsfeld der Schule, auch den Freizeitbereich, auch die Vermittlung von Inhalten über Medien, aber auch den Bereich der Kommune. Und ja, weitere auch handlungsfeldübergreifende Bereiche. Und wir stellen immer wieder fest, dass in der Tabakprävention vor allem die hier gezeigten Zielgruppen adressiert werden. Also viel richtet sich an junge Menschen, viel richtet sich aber auch an Erziehende und andere Erwachsene auch in der Funktion als Fachkräfte in vor allem pädagogischen Feldern, aber nicht nur. So wie wir heute hier ja auch zusammen sind. Sie kommen ja aus ganz unterschiedlichen Feldern und kommen mit einem Interesse an Tabakprävention, an Cannabisprävention her und erweitern ihr Wissen. Und genau darum, ja,
darf es auch und soll es auch in verschiedenen Schritten gehen. Und dann haben wir auch noch das Feld der Gesamtbevölkerung. Das heißt, wir brauchen auch Informationen, die die Gesellschaft informiert, über neue Entwicklungen, auch über Erfordernisse, über Ansätze. Was wir aber auch in den Blick nehmen müssen, und da kommen wir schon zu einer Brücke zur Verhältnisprävention, sind Menschen, die in Entscheidungspositionen sitzen. Denn wir haben vorhin gehört, Entscheidungen werden von Lobbyisten im Bereich von Tabak vor allem, aber nicht nur, auch gehemmt. Und das heißt, auch hier muss die Prävention und das Engagement ran, diese Entscheidungen sozusagen auch aus Präventionssicht zu unterstützen. Gucken wir mal mit einem Blick auf die Verhältnisprävention. Es ist schon eine ganze Menge in Bezug auf Tabak passiert in den letzten Jahren. Sie sehen hier einige Jahre aufgeführt, in denen gesetzliche Bestimmungen verabschiedet worden sind, in denen Entwicklungen passiert sind. Und wenn man das so sieht, dann kann man sehen, es geht vor allem um den Nichtraucherschutz. Das heißt, es geht darum, einen Gesundheitsschutz zu schaffen in Bezug auf Tabak, aber auch in Bezug auf Passivrauchbelastung, und zwar in Richtung der Gesamtbevölkerung. Und wenn wir zum Beispiel das Jahr 2007, 2008 in den Blick nehmen, da ist vorangegangen das Bundesnichtraucherschutzgesetz, dann kamen die Bestimmungen in den Ländern. Und da haben wir alle jetzt, wenn wir mal so auf die letzten Jahre, Jahrzehnte zurückblicken, da hat sich schon einiges geändert. Also da stellten Menschen dann fest, in so einem Raum wie hier hätte man vielleicht vor 20 Jahren geraucht, vielleicht auch in anderen öffentlichen Bereichen. Das tun wir nicht mehr. Und das höre ich auch immer wieder von verschiedenen Leuten, dass sie sagen, das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Das ist irgendwie, passt das nicht. Und das zeigt ja auch, dass veränderte Rahmenbedingungen auch die Haltung der Menschen ändert und dass da einfach ein Einstellungswandel passiert und dass man dann eben selbstverständlich davon ausgeht, dass Räume rauchfrei auch sein sollen. Ich weiß nicht, wer besagte Sendung von Herrn Böhmermann gesehen hat. Er hatte von den 70er Jahren so einen Clip am Anfang drin, wo die Leute gesagt haben, es ist mein Recht, in der Bahn zu rauchen und ich muss auch meine Freiheit nutzen können, wo man sich das aus heutiger Perspektive ansieht und denkt so, nee, vielleicht auch nicht. Genau, also das ist schon spannend zu sehen, das auch in so einem Zeitraum dann nochmal gegeneinander zu halten. Und zum Beispiel auch eine Veränderung im Bereich der Werbung. Wir haben ja eine Einschränkung in Sachen Werbung. Das wurde jährlich immer eine Produktgruppe dazugenommen. Man muss aber ganz klar sagen, für Cannabis ist Werbung überhaupt gar kein Thema, jetzt wo wir über Regulierung sprechen und die auch im ersten Schritt begonnen hat. Beim Tabak tut man sich wahnsinnig schwer, die komplette Werbung einfach sein zu lassen, weil man weiß, Werbung hat einen Wahnsinnseffekt. Aber nein, wir machen Salamitechnik, wir haben sozusagen eine Scheibe nach der anderen und wir haben trotzdem immer noch Bereiche, Stichwort Social Media und auch an anderen Stellen, Veranstaltungen, die unterstützt werden, das gibt es einfach noch. Und das ist tatsächlich ein Schritt, um jetzt schon mal vorzugreifen, der mehr als dringend notwendig wäre, da den auch noch zu gehen. Und ich würde gerne noch mal das Statement von Herrn Dr. Hanewinkel unterstützen, der ja auch schon aufgeworfen hat, dass gerade erst im letzten Jahr die Aromen aus den Tabakerhitzern verboten worden sind. Wir hatten auch vor ganzer Weile schon mal den Menthol aus den Zigaretten verboten. Und ich kann es einfach wirklich angesichts der neuen Entwicklungen nicht nachvollziehen, wie man dann nicht das gesamte Tabakportfolio oder die gesamte Produktpalette anschaut und sagt, wo ist überall Aroma drin? Wir wissen, Aromen sind ein Risikofaktor und sind eine Attraktivität für Menschen, die rauchen. Und dann das Gesamtpaket anzufassen, nein, man nimmt sich eine Sparte raus und der Rest bleibt sozusagen, wie er ist. Das ist einfach gerade im Hinblick auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen nicht so richtig zu verstehen. Genau. Jetzt ein Blick auf das, was es an Empfehlungen gibt. Es gibt eine Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040. Den einen oder anderen sagt es was, die einen oder anderen haben es mitgeschrieben, unterstützt hier im Raum oder unterstützen es. Und es geht darum, ganz konkret aufzuzeigen, was können und sollten wir tun, um das Vorhaben
Menschen vor Tabakrauch zu schützen, tatsächlich noch konsequenter anzugehen, mit dem Ziel, dann auch Anteil von rauchenden Menschen sehr, sehr deutlich zu reduzieren. Und es gibt da ganz konkrete Vorschläge drin, die wirklich auch runtergebrochen werden, nicht nur in Zielformulierungen, sondern auch in Maßnahmen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr praktisch beschrieben, was getan werden sollte, und das ist jetzt einfach eine Festlegung, 2040 da eben ein entsprechendes Ziel zu erreichen, die Konsumzahlen deutlich zu reduzieren. Und das kommt auch nicht aus dem luftleeren Raum, sondern Deutschland hat eine entsprechende WHO-Rahmenkonvention zur Eindämmung des Tabakgebrauchs schon unterschrieben, und zwar im Jahr 2004, und setzt das aber eben nicht um. Wir sehen das unter anderem in so Rankings wie der Tabakkontrollindex, der europaweit erhoben wird. Das sind 40 Länder, und die gucken sich an, welche Nation setzt wie viel Tabakkontrollstrategien um von den gängigen und auch wirksamen. Und Deutschland ist 2021, die neueste Zahl, die ich gefunden habe, auf Platz 37 von 40. Also die untersten sind die, die am wenigsten tun. Und das finde ich schon sehr eindrücklich und auch ein bisschen traurig. Und da wünsche ich mir wirklich, dass wir da ein bisschen die Ränge hochklettern. Und auch das, was Herr Hanewinkel angesprochen hat, den Einfluss der Lobby, auch das wird in einem Lobbyindex immer wieder erhoben. Und da wird gezeigt, welches Land lässt sich denn wie von Lobbyisten tatsächlich in seinen Entscheidungen beeinflussen, verzögern oder entsprechend ausbremsen. Und da werden global 90 Staaten aufgeführt. Und Deutschland ist auf Platz 68, ist auch ein bisschen weit hinten. Also, ne, so. Und jetzt gucken wir uns an, was da konkret auch empfohlen wird, an Maßnahmen, und es sind die Dinge, die wir aus anderen Präventionsfeldern auch kennen. Wenn die Produkte teurer werden, werden sie unattraktiver, gerade für junge Leute. Das hören wir auch immer wieder von jungen Leuten, die wir fragen, wann würdet ihr denn weniger oder wann hättet ihr gesagt, nee, fasse ich lieber gar nicht an. Die sagen, wenn es mich zu viel Geld kostet, wenn es nicht erschwinglich ist für mich oder wenn es mir richtig wehtut. Sprich, da ist definitiv ein Hebel, der so ein bisschen auch salamimäßig angeschnitten wurde, aber all diejenigen, die jetzt die Preise der Vapes angucken und sagen, okay, 8,99 €, scheint einfach drin zu sein, wenn man die Verbreitung anguckt. Werbung hatte ich schon gesagt, das ist auch ein Hebel, und auch tabakfreie Räume oder rauchfreie, nikotinfreie Räume zu schaffen, auch das ist ein erklärtes Ziel und muss auch ausgeweitet werden, um einfach auch diese Passivrauchbelastung entsprechend und auch den Schutz von Umfeld einfach zu gewährleisten. Sicherlich gut flankiert mit Kampagnen und auch mit einer eindeutigen Stärkung von Jugendschutz, so wie wir das heute ja auch in den Fokus nehmen wollen, aber auch mit einem Aspekt von Entwicklungszusammenarbeit zu fördern in Ländern, wo eben Tabak angebaut wird. Also gerade Unfair Tobacco ist ja als Verein sehr bekannt dafür, genau diesen Zusammenhang in den Blick zu nehmen, und da wirklich auch zu gucken, wie geht es den Menschen, die anbauen, was können wir und müssen wir auch hierher transportieren an Informationen, weil auch das einfach ein Umweltaspekt ist, der uns hier bewegen muss, und weil eben auch Rohstoffe da abgebaut werden, die in Sachen Rohstoffmangel oder konkurrierender Felder einfach ein Thema ist, womit auch nicht nur junge Leute, sondern auch Erwachsene sich tatsächlich beschäftigen müssen, um zu sehen, dass wir da eine deutliche Schieflage haben und auch ein Gefährdungspotenzial von Menschen, die dem ausgesetzt sind. Genau, also das als Einblick in diesen wirklich sehr praktischen Katalog, und der ist auch den Politikern und Politikerinnen zugegangen, schon vor einiger Zeit. Wir hoffen mal, dass da vielleicht mit dem steten Tropfen auch das ein oder andere noch erreicht werden kann. Das ist die, wenn man so will, Metaebene oder auch politische Ebene. Wichtig ist mir auch immer zu sagen, dass Verhältnisprävention auch direkt in den Feldern, in denen wir mit jungen Leuten arbeiten, angezeigt ist. Also klare Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel durch Regelungen zum Nikotinkonsum in der Hausordnung,
Wie oft erleben wir Teams oder auch zusammengekommene Gruppen, die in Feldern mit jungen Leuten arbeiten, die sagen, naja, wir sind uns nicht eins, wie wir damit umgehen. Wir wissen zwar, es ist bei uns ein Rauchverbot, aber ganz ehrlich, da macht auch so ein bisschen jeder, was er gerade denkt und oder was auch das persönliche Befinden ist. Beim Thema Tabakkonsum ist ja auch oft so die eigene Betroffenheit manchmal durchaus im Weg oder zumindest mit in der Diskussion. Und deswegen ist es nicht so klar, wie manche Rahmenbedingungen sind, aber je klarer die Verabredung ist, desto zielsicherer letztlich auch das Agieren im Team. Und dafür werben wir. Und das geht auch Hand in Hand mit der Umsetzung des Jugendschutzes, weil der eben nicht nur in Verkaufsläden stattfindet, sondern auch im Grunde in jeder Interaktion, die wir mit jungen Leuten haben, wo wir Zugänge ermöglichen oder wo wir einen entsprechenden Rahmen schaffen, dass Zugänge nicht möglich sind. Letztlich ist es auf jeden Fall auch ein Schutz, Regelungen gemeinsam zu tragen als Schlussfolgerung aus dem gerade beschriebenen. Und es wäre sehr wünschenswert, wenn in den Feldern, in Schulen, in Jugendeinrichtungen, in Vereinen Tabakprävention überhaupt auch thematisiert werden würde. Also der Umgang mit Rauchen, auch die Reflexion der eigenen Haltung dazu, dass man da hinschaut. Denn wir erleben oft im Gespräch mit Menschen in verschiedenen Feldern, dass sie uns sagen, naja, also Tabak, das ist irgendwie ein alter Hut. Da haben wir schon vor 20 Jahren drüber gesprochen. Irgendwie ist doch mal was Neues und was anderes dran. Haben wir heute Morgen, finde ich, sehr eindrücklich gesehen, dass das mitnichten der Fall ist. Jetzt einen Blick auf die andere Seite. Was ist eigentlich Verhaltensprävention ganz konkret? Und wir haben mal geguckt, was gibt es eigentlich bundesweit und berlinweit an Programmen. Und da wird Ihnen auffallen, das meiste ist auf Tabak ausgerichtet. Es gibt ein Angebot, was momentan Tabak und Cannabis verbindet. Wir haben jetzt nicht alle Angebote der Cannabisprävention nochmal mit aufgelistet. Die, wer sich dafür interessiert, finden Sie im nächsten Themenheft der Fachstelle. Da haben wir einen Schwerpunkt zur Cannabisprävention. Und damit wir heute wirklich den Fokus auf die Tabakprävention legen können mit der Verbindung, haben wir uns darauf beschränkt. Aber zuerst mal, was ist eigentlich die Haltung oder was transportieren wir immer wieder? Wie sollte Tabakprävention und Intervention ausgerichtet sein? Einmal ist es wichtig, klare Botschaften zu transportieren, aber auch wertschätzend im Kontakt zu sein. Das ist kein Privileg der Tabakprävention alleine. Das gilt tatsächlich für Präventionsarbeit insgesamt, aber hier natürlich auch. Es ist wichtig, die Zielgruppe mit einzubeziehen, weil die haben ihren Blick auf die Dinge und können auch finden, wie ich finde, immer sehr gewinnbringend deutlich machen, was brauchen sie und was sehen sie als relevant an. Und dementsprechend wird es dann eben auch zielgruppengerechter, je mehr man da auch im Kontakt ist. Wichtig ist die Förderung, sich mit Risiken auseinanderzusetzen. Und durchaus die Nutzung von bewährten Programmen und Projekten. Es ist nicht immer zielführend, wenn jeder so ein bisschen seins macht und sich was überlegt. Das kann man auf jeden Fall machen. Dann wäre es aber wichtig, das eben in Verbindung zu setzen mit bewährten Programmen, Projekten oder erfahrenen PräventionsexpertInnen. Und es ist auch wichtig, möglichst frühzeitig eben junge Menschen und auch Erwachsene zu erreichen, die möglichst niedrigschwellig dann auch Zugänge bekommen zu entsprechenden Angeboten. Bisher ist viel Fokus an der Stelle auf herkömmlichen Produkten. Wir glauben, dass es auch gut wäre, da in Bezug auf Vapes noch mal ein Stück spezifischer zu gucken, um die Ansprache auch dann entsprechend zielgruppengerecht gestalten zu können. Letztlich ist Nikotinkonsum im Alltag wieder mehr, wie wir gesehen haben, als noch vor ein paar Jahren. Und unser Plädoyer ist einfach, dass Prävention auch genau dorthin muss, wo Konsum stattfindet. Ein Blick auf bundesweite Angebote. Es gibt eine Webseite von der BZGA, rauch-frei.info, ist sehr ähnlich mit der Erwachsenenseite. Insofern da nicht verwundern, wenn dann doch was anderes kommt, wenn man googelt. Aber
Es gibt eben eine Seite für Erwachsene, eine für junge Leute, und die für junge Leute thematisiert sowohl rauchfrei zu bleiben als auch rauchfrei zu werden. Und das heißt, da gibt es so Tools drin, üblich oder sehr bewährt, haben sich ja so Quiz-Elemente, Umfragen, aber auch Selbsttests, um mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich. Das ist durchaus was Niedrigschwelliges, was junge Leute dann auch gerne nutzen, einfach um erstmal unabhängig von Gesprächen rauszukriegen, wo stehe ich. Aber auch Instrumente zur Reflexion, und mit einem sogenannten Feel-Good-Coach kann man eben sich unterstützen lassen, mit Nachrichten aufs Telefon rauchfrei zu werden und den Weg dahin unterstützt zu bekommen, was ich ein sehr ansprechendes Tool finde. Und dann gibt es den sicherlich vielen hier bekannten Wettbewerb Smart Don't Start, der auch beim IFT Nord angesiedelt ist, sprich bei Herrn Hanewinkel, der heute Morgen hier war. Das ist ein Klassenwettbewerb, das ist sehr, sehr niedrigschwellig. Da nimmt man als Klasse quasi einfach teil, indem man sich bewirbt. Das ist ein evaluiertes Programm und kann auch Effekte nachweisen. Richtet sich vor allem an Klassenstufen 6 bis 8, aber auch Ältere können sich durchaus anmelden. Wichtig ist, dass die Klasse größtenteils eben nicht raucht. Das ist eine Voraussetzung, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Und dann geht es darum, über einen bestimmten Zeitraum von ein paar Monaten, Sie sehen es hier, November bis April, ein Statement für das Nichtrauchen als Klasse zu geben, sich gegenseitig zu motivieren, aber auch bestimmte Materialien stehen zur Verfügung, damit die Lehrkräfte das Thema eben auch in die Klasse entsprechend bringen können und damit arbeiten können. Jetzt ein Blick auf Berlin, wobei das Programm nicht ein einzig in Berlin stattfindendes Programm ist, sondern eines, was schon auch bundesweit Verbreitung hat, aber wir eben hier in Berlin das auch umsetzen, insofern das hier anhand von Berlin so ein bisschen durchskizzieren. Die Jugendfilmtage, die sind ein Format, wo Klassen in ein Kino kommen, sich Filme zum Thema Konsumverhalten angucken und in den Austausch gehen und dann so interaktive Stationen dazu einladen und die Klassen da durchgehen, um sich mit den Risiken von Alkohol, von Tabak, in manchen Bezirken auch mittlerweile Cannabis, beschäftigen. Und auch, dass eine kombinierte Geschichte ist, dass die Stationen Spaß machen, dass aber eben auch wirklich ein Wissenszuwachs erreicht wird und eine Reflexion angeregt wird. Das ist unterschiedlich groß, je nachdem, welches Kino, wie der Bezirk sich das auch wünscht von der Größe. Wir koordinieren das und machen das in der Kooperation mit den Suchthilfekoordinationen des Bezirks und mit den Koordinatoren für schulische Prävention, wo ich mich freue, dass auch heute einige Kolleginnen hier sind. Genau. Und wichtig ist auch, dass bei den Jugendfilmtagen eben zahlreiche bezirkliche Akteure mit dabei sind, Stationen moderieren und insofern auch Angebote ganz praktisch ein Gesicht bekommen, also man die Menschen ganz konkret kennenlernen kann, was im eigenen Bezirk so angeboten wird. Dann gibt es ein weiteres Tool. Das ist auch eine kombinierte Sache wie die Jugendfilmtage, die nicht nur Tabak als Thema haben. Auch beim Klarsichtkoffer ist es so, dass Tabak und Alkohol als Alltagsdrogen hier Beachtung finden. Das ist ein praktischer Koffer, der so groß ist, jetzt nicht so wahnsinnig handlich, muss man ehrlicherweise sagen, aber immer noch handlicher als der Parcours, der es früher mal war, als dann ganze Fabrikhallen dafür gebraucht waren, weil die Stationen entsprechend groß waren. Insofern schon eine handliche Geschichte, um das auch in die eigene Einrichtung zu holen. Und da sind verschiedene Stationen, Sie sehen die jetzt auf den Bildern, die sind zugegebenermaßen klein, aber wer sich das mal angucken möchte, ist herzlich willkommen, da in der Fachstelle auch nochmal reinzugucken oder eben auch in den Bezirken, und teilweise stehen sie ja bei euch auch im Seebutz. Insofern ist da definitiv ein Ort näher, je nachdem, in welchem Bezirk man aktiv ist. Genau, also es geht ums Thema Rauchen, durchaus auch ums Dampfen, wobei man sagen muss, der Parcours ist noch nicht überarbeitet, das steht jetzt gerade an. Es geht aber auch um das Thema Werbung und auch um
eine Station zum Rausch erleben, nicht zum Rauch erleben, sondern Rausch erleben. Und um so einen Austausch zu Alltagssituationen, das nennt sich Talkshow, und dem, was ist da eigentlich an Handlungsmöglichkeiten, was passiert, wenn ich so handle, was passiert, wenn ich anders handle. Und insofern wirklich eine facettenreiche Sache, geht los mit so einem Check, was denkt ihr über eine These, das wird am Ende auch nochmal ausgecheckt und ist insofern gerahmt als Parcours. Und auch das ist ein evaluiertes Instrument der Tabak- und Alkoholprävention. So, dann haben wir in Berlin, weil wir diese ganzen Instrumente haben, irgendwann festgestellt, dass es nichts zum Thema Shisha gibt und haben aber immer wieder die Rückmeldung aus den Arbeitsfeldern bekommen, dass es was zu Shisha braucht, weil einfach vor einigen Jahren noch, wir haben jetzt gesehen, Shisha geht zurück, aber diese Station datiert das Jahr 2020 und da haben wir einfach festgestellt, es braucht unbedingt entweder als Ergänzung oder als eigenes Tool eine Station zum Thema Shisha und die haben wir dann konzipiert. Und die ist auch ausleihbar bei uns. Es geht um so einen Vierschritt, einmal zu sagen, Mensch, was sind denn Vor- und Nachteile von Shisha-Rauchen? Ein Quiz zu Mythen ist mit drin. Auch ein Überblick über Schadstoffe, weil ja dieses eine Mythos immer ist, wenn der Rauch durchs Wasser geht, ist alles raus. Um mal zu sehen, dass dem nicht so ist und was dann eigentlich ist. Und um auch nochmal einen Blick auf Alternativen zu geben, gibt es solche Spruchkarten oder diese Sprechblasen, die Sie da sehen, so chill ich gerne, um einfach so eine Sammlung auch anzustellen von, ja, das ist irgendwie auch eine also es kann ja auch ein Schritt für mich sein, wenn mein Kumpel sagt, er hört eigentlich irgendwie dann immer eher lauter Musik, als vielleicht zu konsumieren. Genau, also diese Station als Angebot zu einem etwas spezifischeren Thema. Und dann haben wir noch ein Angebot in Berlin, das nennt sich Alles vernebelt. Und das ist was eher ältere junge Menschen adressiert, in Oberstufenzentren oder direkt dann in der Ausbildung. Und das hat quasi die Verbindung geschaffen zwischen Cannabisprävention und Vapen und Rauchen, weil wir damals festgestellt haben, der Bedarf ist immer wieder da, das zu kombinieren, weil die Leute eben sagen, naja, es ist eben nicht nur Cannabis, was sie konsumieren, es ist eben nicht nur Rauchen, was sie konsumieren, sondern es ist irgendwie mal das eine, mal das andere und irgendwie geht es doch in eine ähnliche Richtung. Und das haben wir aufgegriffen und haben gesagt, ja, das sehen wir auch so und haben dann auch hier mehrere Methoden reingepackt. Das ist entweder ein Webseminar oder ein Präsenzworkshop, je nach Wunsch. Es ist gestartet in der Zeit von Corona, deswegen als Webseminar gestartet und mittlerweile auch als Präsenzworkshop umgesetzt, weil wir feststellen, dass es eben wichtig ist, das eine als auch das andere Format zu haben. Dann komme ich jetzt zu Angeboten, die auch andere Akteure in Berlin haben, denn ja, es gibt einfach mehrere verschiedene Möglichkeiten, sich die Tabakprävention ins Haus zu holen oder dorthin zu gehen und eine Auseinandersetzung zu fördern. Und ein Weg, dorthin zu gehen, sind die Karuna-Parcours von Karuna Prevents. Dort gibt es, und den habe ich jetzt rausgesucht, weil es gibt mehrere Parcours, auch einen zu Cannabisprävention, auch einen zu digitalen Medien beispielsweise, den zu Rauchen, Dampfen, Shisha, der besteht auch aus verschiedenen Abteilungen sozusagen. Und es gibt eben einmal diese Shisha-Lounge, die Sie hier sehen. Es gibt das Aroma, also diese Aromakästen. Dann gibt es aber auch eine sogenannte Suchttreppe. Das ist das, was hier links abgebildet ist, wo man verschiedene Aussagen verschiedener Personen zuordnet zu bestimmten Stadien, wie riskant das sozusagen schon ist. Insofern auch eine abwechslungsreiche Sache. Das dauert 90 Minuten. Gut ist hier immer abzusprechen, was sind so die Erwartungen. Denn all diese Parcours-Angebote können allenfalls eine Sensibilisierung für die Risiken und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung fördern und schaffen es nicht. Und das ist manchmal die Erwartungshaltung von Lehrkräften oder anderen Personen, die mit jungen Leuten in der Gruppe kommen, dass die alle quasi dann hinterher ihre Haltung geändert haben und aufhören mit dem Rauchen oder Dampfen. Und die Erwartungshaltung, finde ich, ist immer wichtig,
einzuordnen und zu sagen, wenn Sie das wünschen, wenn Sie das gerne als Effekt hätten, dann brauchen wir eine andere Maßnahme. Dann muss das länger gehen, dann muss das intensiver gehen und dann ist das auch nicht unbedingt das Instrument für alle in einer solchen Gruppe, weil nämlich nicht alle gleichermaßen betroffen sind. Also da müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir die Menschen mit ihren Bedarfen noch abholen und entsprechend beraten und unterstützen, was dann auch hilfreich ist zu dem, was sie sich, wo sie den Bedarf sehen sozusagen. Und ja, genau, hier haben wir zusammengestellt, das, was Unfair Tobacco über die Ausstellung, die Sonja von Eichborn und KollegInnen heute hier vorgestellt haben, auch eben noch im Angebot haben. Ich war sehr beeindruckt von dem YouTube-Video, was ihr gedreht habt. Das fand ich wirklich, ich glaube, es war auch nicht das Einzige, weil ihr habt geschrieben, ihr macht auch gerne mehrere. Genau, und da wurde gezeigt, wie, also jetzt bei dem einen, was ich so im Auge habe, wie eine E-Zigarette, wie eine Einweg-Vape aufgebaut ist und wo die Rohstoffe da rauskommen. Und dann gibt es so Dialog mit den KollegInnen eben in den Ländern, wo die Rohstoffe abgebaut werden und die Probleme, die dadurch entstehen, werden skizziert. Das finde ich eine ganz tolle Ansprache und kann mir sehr gut vorstellen, dass man so eine Art von Video eben auch in Unterricht oder andere Formen von Vermittlung einbauen kann. Es gibt aber auch neben der Ausstellung, die heute hier ist, noch eine andere Ausstellung, die ausgeliehen werden können. Es gibt einen Koffer, der mit verschiedenen Materialien ausgeliehen werden kann. Und es gibt Factsheets, teilweise sind sie heute ja auch hier, und Workshops für Schulen und gegen eine Gebühr, die ihr, glaube ich, teilweise erhebt. Ne? Aber ist das auf jeden Fall ein tolles Angebot und kann ich durchaus sehr empfehlen. Und es gibt noch ein anderes Projekt, mit dem, also was bekannt geworden ist, von dem man momentan nicht mehr so viel mitbekommt, ist aber auch speziell am Thema Vapen, deswegen habe ich es hier mit reingenommen. Ein Forschungsprojekt von der Charité, nennt sich Nach vorn, sind Workshop-Angebote für fünfte Klassen, die eben auch festgestellt haben, die Kinder und Jugendlichen steigen schon sehr früh ein und haben dann ein Konzept erstellt zum Thema Vapen, auch mit dem Blick auf genderspezifische Konsummotive, und begleiten das gerade mit einer Studie bis 25, mal gucken, was da die Ergebnisse sind. Auf jeden Fall ein spannendes Anliegen, weil zum Thema Vapen, und da greife ich schon den Schlussfolgerungen so ein bisschen vor, gibt es tatsächlich momentan sehr, sehr überschaubare Angebote, die so fokussiert was zur Hand geben. Was ich aber auch nochmal wichtig finde zu sagen ist, wir haben jetzt immer die ganze Zeit geguckt, was gibt es für junge Leute im Angebot. Die Eltern sind unbedingt wichtig, auch wenn die jungen Leute schon älter sind und man die Eltern vielleicht nicht mehr ganz so sehr erreicht wie in Grundschule oder anfangs der Oberschule, so sind sie trotzdem eine wichtige Instanz. Nichtrauchverhalten oder einen kritischen Umgang mit dem Thema Rauchen und Vapen zu unterstützen und zu befördern. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe, hier auch Angebote von Nikotinprävention zu machen. Und im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, entweder gibt es da ganz viel Bedarf, weil bestimmte Einrichtungen einfach viel mit dem Thema Vapes zu tun haben aktuell, ist so mein Eindruck. Oder es gibt auch Eltern und Einrichtungen, die das von sich weisen und sagen, nee, das ist der besagte alte Hut, da müssen wir jetzt irgendwie gerade nicht ran, da gibt es viel, viel Drängenderes. Genau, also wir als Fachstelle, aber sicherlich nicht nur, bieten Elternarbeit an, Elternabende an. Wir haben hier auch noch so ein paar andere Instrumente, also nicht zuletzt den Elternratgeber, der hier abgebildet ist für all diejenigen, die sagen, ich habe da aber auch ganz gerne was in der Hand. Printmaterialien begleiten immer auch sehr gut Präventionsaktivitäten. Insofern haben wir hier jetzt mal die abgebildet, die wir anbieten als Fachstelle, aber auch sowas wie ein Thesenspiel, was noch möglich ist zu nutzen in der pädagogischen Arbeit. Und darüber hinaus gibt es aber von anderen Stellen auch Materialien, das ist unbedingt wichtig zu sagen. Schlussfolgerung aus dem jetzt Skizzierten ist aus unserer Sicht, dass wir auf jeden Fall auf der verhaltenspräventiven Ebene neben der Nutzung von wirksamen Programmen und Projekten auch perspektivisch Methoden und Materialien brauchen, die das Thema Vapes noch deutlicher in den Blick nehmen und mit in die Bearbeitung nehmen. Und wir sehen aber auch den Bedarf an Zielgruppen,
gerechten Ausstiegsprogramm für junge Leute? Weil nicht nur einmal hat uns die Frage erreicht, wo können wir eigentlich junge Leute hinschicken, die jetzt seit 2 Jahren Vapes rauchen und die das jetzt aber nicht mehr so cool finden wie vor 2 Jahren. Und das ist nicht so einfach. Also da, wer in dem Kontext gerade schon Informationen hat, die ich und wir gerade noch nicht haben, immer her damit, weil bisher kann ich nur sagen, es gibt Ausstiegsprogramme, aber nicht unbedingt spezifisch für junge Leute und vor allem auch nicht spezifisch jetzt auf diese neuen, wir haben ja gesehen, es sind teilweise einfach auch andere Zielgruppen, die auf Vapes ansprechen und ich glaube, dass es auch wichtig ist, genau das auch mit zu bedenken. Verhältnispräventiv, ich kann es nicht oft genug sagen, braucht es die Umsetzung von den in der Rahmenkonvention geforderten Strategien zur Eindämmung von Tabakgebrauch und ganz konkret ein Rangehen an die Aromen oder sogar besser gesagt an die ganzen Einwegprodukte und eine Einbettung von Maßnahmen, damit es nicht Zufall bleibt, sondern damit einfach Tabakprävention regelhaft von Feldern und Menschen in den Blick genommen werden und eine Reflexion passiert, eine Konsumreflexion und eine da wirklich auch kritisch drauf zu gucken. Hier finden Sie alle Angebote nochmal als Links verarbeitet für all diejenigen, die da mal noch nachrecherchieren wollen. Genau, damit bedanke ich mich und bin gespannt, ob es Dinge gibt, die Sie noch interessiert. Diese Dinge können Sie jetzt durch ein Handzeichen einmal signalisieren, dann würde das Mikrofon zu Ihnen kommen. Wer also Fragen hat, gerne. Hier vorne ist einer. Sie habe ich auch gesehen. Ja, hallo, nochmal Herr Hermann, Berliner Nichtraucherbund. Bei den Jugendfilmtagen haben Sie gesagt, dass da 200 bis 600 junge Menschen in 8. und 10. Klasse sind. Ist das pro Vorstellung oder Nein. Sind das die ganzen Filmtage? Das geht über mehrere Tage, in der Regel 2 bis 3 Tage. Und das heißt, das sind quasi Durchläufe. In so einen Kinosaal passen ja nicht immer ganz viele Jugendliche. Und auch die Stationen schaffen nur ein bestimmtes Amount an Jugendgruppen. Das heißt, das staffelt sich. Das ist auch so eine Zeitfensterfrage, dass dann sozusagen früh ein paar Klassen kommen, später und dann über mehrere Tage gestreckt. Das heißt, die Auseinandersetzung mit den einzelnen Jugendlichen ist auch so, dass an den einzelnen Stationen die nicht nur durchrauschen, sondern eben auch sich mit den Themen befassen. Ja, weil ich habe mir das jetzt so gedanklich überlegt, wie viele Schüler gibt es in Berlin in den 8., 9. und 10. Klassen und wie viel Prozent sind dann diese 600 davon? Ja, das ist eine Kapazitätenfrage, die können wir an vielen Stellen stellen, definitiv. Es ist eben auch eine Personalfrage und dementsprechend sind wir schon ganz froh, dass die Jugendfilmtage in dem Format umgesetzt werden können, wenngleich da auch immer gut ist, noch mehr Jugendliche zu erreichen. Ist es das, was Sie meinen? Ja, ich hätte mir natürlich eine andere Antwort gewünscht, aber warum soll es da jetzt anders sein als woanders? Dankeschön. Ja, nee, deswegen eben das Plädoyer auch, dass wir in den Feldern direkt auch Maßnahmen platzieren müssen, weil das sind ja Angebote, da gehen die Schulklassen raus. Und deswegen ist es sozusagen beides wichtig, dass wir eben nicht nur Rausgehangebote haben, sondern auch Maßnahmen in den Settings selbst passieren. Vielen Dank. Hier vorne war noch eine Frage. Jetzt schon so versucht. Gibt es Untersuchungen über die Wirksamkeit der Tabakpräventionsprogramme? Also gab es schon mal die Möglichkeit, im Längsschnitt eine Berliner Schulklasse zu begleiten, die alle möglichen Parcours und Aufklärungen absolviert hat und wo man dann bei 16 oder weiß ich nicht, 18-Jährigen gucken könnte, gibt es da jetzt weniger Raucher oder mehr Nichtraucher? Also wir haben ja alle so Vorstellungen, was wirksam ist in der Prävention. Und das wäre natürlich mal interessant, ob alles, dieser ganze Mix, was der dann bringt. Also ein Programm wie Be Smart Don't Start bundesweit hat die Möglichkeiten der Evaluation und hat das entsprechend auch erforscht und hat dabei auch einen Effekt festgestellt, dass sozusagen der Prozentsatz der Jugendlichen geringer war bei den Klassen, die teilgenommen haben.
Wir haben das in Berlin tatsächlich, also wir haben evaluierte Programme mit dem Klarsichtkoffer, mit den Jugendfilmtagen, aber wir haben hier in Berlin die Maßnahmen, wir evaluieren das, aber wir haben nicht die Ressourcen, auf die Effekte sozusagen über einen längeren Zeitraum zu evaluieren. Und dementsprechend versprechen wir uns von grundsätzlich evaluierten Programmen tatsächlich dann auch den entsprechenden Nutzen. Aber schön wäre es. Hier drüben gibt es noch eine Frage. Sie melden sich immer schön versetzt im Raum, damit der Kollege nicht langweilig wird. Das habe ich festgestellt. Vielen Dank. Johann Bartelt von Pro Rauchfrei. Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, auch über die Risiken des Passivrauchens aufzuklären, um das gesellschaftliche Bewusstsein dafür zu stärken und das Thema Rauchen und Tabakprävention wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Menschen, die nicht rauchen, erreicht man wahrscheinlich noch eher als solche, die eher rauchaffin sind. Ist das ein Schwerpunkt Ihrer Aufklärungsarbeit? Also es ist auf jeden Fall auch eine Facette unserer Aufklärungsarbeit, weil Passivrauchen gehört einfach mit zum Rauchen dazu. Und dementsprechend ist es eine Facette. Es ist kein expliziter Bestandteil. Also es gibt jetzt keine Extrastation in diesen Parcouren, aber all das, was wir an Informationen rausgeben, all das, was wir auch in, wir machen ja über die dargestellten Programme und Projekte, zum Beispiel auch Schulungen, zum Beispiel auch Workshops, und in denen wird das Passivrauchen explizit thematisiert, weil es einfach wichtig ist, dass eben das ein Thema ist, wo ich nicht nur mir selber Schaden zufüge, sondern meinem Umfeld auch. Und gerade die Thematik vorhin mit dem rauchfreien Auto, wenn Kinder mitfahren, es ist ein Drama, dass das nach wie vor stecken bleibt. Also ich finde, das spitzt das nochmal zu, aber es zeigt die Wichtigkeit von dem, was Sie, also dass es unbedingt mit ein Thema sein muss, das eben immer wieder auch zu transportieren. Ja, ja. Jetzt dürfen Sie. Danke. In Ihrem Vortrag haben Sie bei den Präventionen ja gesagt, dass vieles über den Preis geregelt wird. Je teurer das Produkt ist, desto unwahrscheinlicher, dass es konsumiert wird. Und jetzt habe ich den zweiten Vortrag im Kopf mit dem Cannabis, wo dann nochmal gesagt worden ist, dass durch die Legalisierung oder durch die Teillegalisierung die Preise ja sinken werden. Und das stellt mir natürlich vor die Frage, wie ist denn da die Prognose? Eine Prognose für die Tabakprodukte, meinen Sie? Für den Suchtkonsum oder fürs Konsumverhalten, wenn der Preis von Cannabis sinken wird und damit erschwinglicher wird. Also wie wird sich da denn entwickeln perspektivisch? Ja, das muss man mal sehen. Das ist eine Prognose, bleibt eine Prognose. Wenn wir jetzt nach Kanada gucken, das, was der Kollege vorhin auch skizziert hat, ist ja deutlich geworden, da waren jetzt weniger die Preise im Fokus, aber schon die Konsumentenentwicklung, dass da kein Anstieg oder kein signifikanter zumindest von jungen Leuten zu verzeichnen war. Das besagen auch Erfahrungen aus anderen Ländern. Insofern muss man das jetzt mal beobachten. Aber eine Preisreduktion ist immer ein Risikofaktor tatsächlich. Und da müssen wir einfach gucken, inwieweit das zum Beispiel auch ein Hebel ist, um nachzusteuern, weil Preise sind ja nicht alleine marktreguliert. Da muss dann vielleicht auch noch mal ein Hebel dran. Aber wir sehen, wie herausfordernd das ist, jetzt an der Tabakprävention da den Hebel zu bedienen. Und ich bin jetzt auch weit entfernt davon zu sagen, dass uns das mit Cannabis besser gelingt. Aber es zeigt vielleicht noch mal, dass wir sowohl an den einen als auch an den anderen Hebel ran müssen, damit wir da eben einen Schutzfaktor im Bereich der Verhältnisprävention behalten.